Prinz Charming hat heute den wohl begehrtesten Fernsehpreis bekommen, den Grimme-Preis. Herzlich willkommen, dass er hier ist, Nicolas Buschmann. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Gebürtiger Hamburger und habe die ersten 28 Jahre meines Lebens in Hamburg leben dürfen, in Finkenwerder. Das ist ein schönes kleines Dörflein, andere kennen das vielleicht von Airbus, genau, und bin dann Oktober 18 nach Köln gezogen, nach Nordrhein-Westfalen. Also ich muss sagen, wäre ich tatsächlich, also manchmal fügt sich das im Leben halt einfach so, wäre ich nicht nach Köln gezogen, wäre ich damals auf der Straße nicht angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, mich im Fernsehen zu verlieben. Du bist auf der Straße angesprochen worden? Ja, genau. Für Prinz Charming. Ich laufe seit 10 Jahren auf der Straße rum, ich bin kein Schwein, ich sag's dir. Du wärst jetzt mal Prinz Charming. Das heißt, du bist der Mann, um den 20 Männer buhlen. Und ich dachte mir, auf gar keinen Fall. Ich so, wieso denn ich? Ich sag, schaut euch die Bachelor an. Das sind alles Adonis, wunderschön. Und denke ich mir, und jetzt kommt hier so eine Wurst und sagt 20 Leuten, und sagt jetzt 20 Männern, okay, jetzt kämpfen wir um mich. So. Jetzt bist du so ein bisschen Fishing for Compliment. Du siehst jetzt nicht aus, als wenn du gegen LKW gelaufen wärst. Also. Wir haben jetzt gesagt, am 10.10. fiel die letzte Klappe zum Finale. Und wir haben das jetzt als Datum genommen. Insofern, hey, schon seit Oktober. Immerhin. Immerhin, also, ja. Ja, genau. Mhm. Wie oft habt ihr schon gestritten? Jetzt sagt nicht keiner. Nee, also nee, also so richtig gestritten nicht. Ich meine, Diskussionen sind gut und fördern die Beziehung. Und durch Streit, würde ich jetzt mal sagen, lernt man sich ein bisschen besser kennen. Insofern, gesunder Streit nicht negativ, ist genau. Absolut nicht negativ. Man muss nur wissen, wie man miteinander streitet. Sagt die Sozialdemokratin, die kennt das halt anders. Wieso? Nicht ganz, aber schon sehr nah an meiner Gewichtsklasse dran warst. Du sollst mal irgendwie vor der Sendung 110 Kilo und hast dann für die Sendung abgenommen, stimmt das? Also ich habe ich habe im Januar 19 noch 108 Kilo gewogen und dachte dann, okay, vielleicht bin ich ein bisschen dick. Und mein Hausarzt, kuschelig. Das ist kuschelig. Mein Hausarzt hat zu mir gesagt, oh, ihr BMI, ich meine, ist alles noch gut bei Ihnen? Ich sage, naja, gut, bisschen Schnaufatmen habe ich schon beim Treppensteigen. Okay. Hast du ihn dabei? Ja, natürlich. Das hat mir echt einer erzählt, dass du so eine Macke hast und alle 5 Minuten, ich wusste das wirklich nicht. Ja, ich reiß mich zusammen hier. Aber ich habe einen Lipbalm. Mir hat ein guter Freund von dir aus dem näheren Umfeld hat mir gesagt, der tut sich alle halbe Stunde einmal irgendwie, hast so einen kleinen Nee, ich mag einfach keine trockenen Lippen. Ach so. Ganz simpel. Und irgendwie, wenn es hier irgendwie so ein bisschen trocken wird, dann muss ich da die ganze Zeit dran Trinkst denken. Trinkst du einen guten Apple, dann wird es auch nicht trocken. Doch. Genau. Joanna? Joanna? Joanna! Hey! Gehen wir mal weiter.